Rolf Tulum Trauernicht wäre heute 100 Jahre alt geworden. Der Unternehmer aus Großefehn ist bekannt als der Vater des Lückenschlusses der A31. Er setzte sich dafür ein, dass die fehlende Strecke 11 Jahre schneller als geplant geschlossen wurde. Das nützte auch dem Unternehmer Tulum selbst. Schließlich war er auch der Vater der Baustoffunternehmen Trauco und Novebau. Einmal im Jahr lud Tulum Lokalgrößen und Politiker zum Spargelessen ein. 2017 starb Tulum kurz vor seinem 93. Geburtstag. Ein Jahr nach seinem Tod wurde die Straße vor seiner Haustür nach ihm benannt. Dort befindet sich neben Trauco und Novebau auch ein Kindergarten mit seinem Namen. Und für Schulabgänger hatte er noch einen Tipp. Dann soll man erst eine Lehre machen, damit man die Welt mit den Menschen kennenlernt. Wir haben zu viele führende Persönlichkeiten, die das nicht mitgemacht haben und die dann das Leben nicht richtig kennen.